Greenflex Gaming fragt PeteSmeet. Ihr seid 24 Stunden unsichtbar. Wohin geht ihr als erstes oder was macht ihr zuerst? Früher hätte ich gesagt eine Bank. Heute würde ich sagen Schließfächer. Ich wüsste tatsächlich nicht. Außer jemand auszurauben und das Ganze für illegale Zwecke zu nutzen, wüsste ich nicht, weil es sinnvoll ist, unsichtbar zu sein. Also, gute Frage. Ganz schwierig aktuell. Also, wenn ich unsichtbar bin, dann bin ich ja unsichtbar eigentlich nur, wenn ich keine Klamotten trage, oder nicht? Das heißt, ich muss die ganze Zeit nackt rumlaufen, bei aktuellen Minusgraden. Schwierig. Laufen würde ich, glaube ich, sowieso eher weniger. Jeder läuft ja gegen dich, weil dich sieht ja keiner. Jedes Auto würde dich plattfahren. Ich glaube, ich bin mit dem Auto unterwegs. Und dann ist das wie bei Knight Rider. Da ist dann kein Fahrer am Steuer. Aber dann rasten die Leute alle aus. weil hier dieses dieses autonome Fahren ist ja verboten in Deutschland. Und dann müsste ich angehalten werden. Boah, ich glaube, unsichtbar wäre nichts für mich. Aber wo würde ich denn dann hingehen? Weiß ich nicht. In eine Bank. So, und dann machen wir da mal den Tresor leer. So nämlich. Nee, du bist ja da eingeschlossen. Das ist auch total doof. Das Ding muss ja aufgehen. Dann macht dann wieder einer zu und dann bist du da drin. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Und irgendwie ist so die Vorstellung, unsichtbar zu sein, eher nicht gut als irgendwie geil. Ich will doch nicht nackig rumlaufen. Nee, ich bleib sichtbar. Boah, Alter, keine Ahnung. Würde wahrscheinlich hier einfach sitzen bleiben und weiter zocken. Ich wüsste nicht, was ich... Ich bin unsichtbar. Ich habe jetzt nicht irgendwie was Spezielles, wo ich hingehen will. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, in das Kanzlerbüro gehen, um jetzt da Scholz beim Nichtstun zuzuhören. Hätte ich jetzt auch nicht so viel Bock drauf. So, nachher höre ich irgendwas, was mich irgendwie komplett fertig macht. Nee, will ich auch gar nicht. Ich bleib hier und zock. So, also, da habe ich jetzt Fragen zu natürlich. Also, ich bin unsichtbar. Bin ich unsichtbar oder werden auch die Sachen, die ich berühre, unsichtbar? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich will jetzt in den Supermarkt gehen oder in den Elektrofachhandel und ich will mir da ein iPhone klauen. Würde das iPhone dann auch unsichtbar oder würde dann da so ein iPhone durch die Gegend fliegen? Realistischer wäre ja, dass das iPhone dann nicht unsichtbar wird. Das heißt, einfach irgendwas irgendwo wegnehmen, funktioniert ja nicht, weil dann sind da Sachen, die da schweben. Das heißt, sinnvoller wäre es, man nutzt diese Fähigkeit, um Dinge zu sehen, die man sonst nicht sehen kann. Es gibt da ja es gibt da ja auch so Invisible Man, gibt es glaube ich auch so Filme und so. Der war dann glaube ich voll der Spanner oder weiß ich nicht mehr genau. Egal, auf jeden Fall, was sind so Sachen, die man nicht sieht? Ich würde wäre natürlich unfassbar gerne mal dabei, wie jetzt zum Beispiel im Bundeskanzleramt irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Allerdings ist dann die Problematik, wenn ich nur nackt unsichtbar bin, würde ich ja draußen, wäre viel zu kalt, das ist ja Winter gerade. Und es wäre die Chance da, dass wenn ich mich versuche reinzuschleichen ins Bundeskanzleramt, dass ich dann trotzdem irgendwo entgegenkomme oder die, keine Ahnung, irgendwas passiert, dass die Leute merken, da ist irgendwas. Und wenn ich gefangen genommen werde, nicht nur, weil ich versucht habe, da einzudringen, sondern weil ich unsichtbar bin, dann werden die ja, da werde ich ja mein Leben lang nicht mehr freigelassen, weil dann irgendwelche Experimente an mir durchgeführt werden. Also würde ich wahrscheinlich zu Hause bleiben und Videospiele spielen. Ja, habe ich eure schöne Frage einfach mal komplett kaputt gemacht. Sorry. Ich dachte, es wäre mega smart, ja auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, weil dann interessieren einen die Leute ja nicht, aber es sind ja trotzdem mega viele Leute da. Das heißt, eigentlich müssten die ganzen Leute weg und nicht ich weg. Ja. Hab jetzt nichts, wo ich unsichtbar sein muss. In der Bank bringt ja auch nichts, ist ja alles digital, die haben ja eh kein Geld mehr. Vielleicht in so einen Goldladen. Laden voller Gold. Kann man sich das mal angucken?